Planei-Hochwurzenbahnen als Motor der Region. So lautete der Titel des Pressegesprächs am 10. Jänner, zu der Tourismuslandesrätin Barbara Aibinger-Miedl geladen hatte. Gemeinsam mit Planei-Geschäftsführer Direktor Georg Blim wurde im Skygate am Fuße der Planei ein Einblick in die Entwicklung des Unternehmens der letzten Jahre gegeben und über zukünftige Projekte informiert. Unsere Tourismuslandesrätin Barbara Aibinger-Miedl, schön, dass du zu uns gekommen bist. Vielen Dank. Man soll niemals stehen bleiben, auch wenn es gut läuft oder gerade dann, wenn es gut läuft, soll man nach vorne blicken und an neue Investitionen denken. Und wir haben hier in nächster Zeit sehr, sehr vieles vor. Neue Bahnen auf die Planei und auf das Rohrmoos, aber auch spezielle Inszenierungen für Kinder und Familien sollen das Angebot für die Gäste noch weiter optimieren. Planei hat eine großartige Entwicklung in den letzten Jahren genommen und wir können mittlerweile 400 Menschen in der Region einen Arbeitsplatz bieten und locken natürlich durch die Planei viele Gäste in die Region. Auch Planei-Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Helmut Nabel zeigte sich überzeugt davon, mit den geplanten Investitionen den Qualitätsanspruch der Gäste auch in Zukunft gerecht zu werden. Grundlegend für die Investitionsentscheidung war die Überlegung, dass ein Austausch der Hauptbahn notwendig gewesen wäre, vielleicht 3 oder 4 Jahre später. Aber man hätte sich die Investition nie erspart. Das heißt, aus Komfortgründen und aus Serviceüberlegungen gegenüber den Gästen hat man gesagt, na ja, wenn wir es sowieso machen müssen, dann machen wir es jetzt. Auf gut Deutsch gesagt, es ist in Planung hinauf auf die Schladminger Planei eine 10er-Kabinenbahn und Schladming West hinauf ins Rohrmoos ebenso eine 10er-Kabinenseilbahn. Mit dem Bau des Winterkinderlandes inklusive Schrägaufzug wird bereits im kommenden Sommer begonnen. Der Neubau der Hauptbahn Planei folgt abhängig vom Aufsichtsratbeschluss im März im Jahr 2019. Die Kabinenbahn ins Rohrmoos im Bereich Planei West wird entweder ebenfalls im Jahr 2019 oder im Jahr darauf errichtet. Der Motto der Region bedeutet für die Planei wirklich Verantwortung gegenüber der Region, gegenüber der Bevölkerung, aber auch Innovationsführerschaft und deswegen auch diese großen Projekte, die jetzt auch in den nächsten Jahren wieder anstehen. Ja, das widerspiegelt ja auch unsere Grundsätze, dass wir neben der Innovation, eben der Erneuerung von Anlagen und Infrastrukturen und neben der Tradition, wo wir unsere Heimat entsprechend präsentieren im Tourismus, eben auch die Emotion ganz nach vorne stellen. Und da ist es eben notwendig für unsere Familien, für unsere Kleinen und Kleinsten auch hier am Berg anzubieten, neben dem Hopsiland auch weitere gute Möglichkeiten, sowohl im Winter im Sommer. Die Planei Hochwurzenbahnen hat Gott sei Dank die letzten Jahre eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Wir haben uns in manchen Bereichen fast verdoppelt. Diese Investition natürlich müssen wir uns alleine stemmen. Es gibt keinen Onkel Dagobert weder in Graz noch in Wien. Allerdings, wir können das uns leisten, Gott sei Dank. Die Gesamtinvestition ist nicht ganz ohne. Wird sicherlich um die 36 Millionen Euro betragen. Aber ich glaube, dass wir damit auch den Standort Schladming sehr, sehr gut absichern, die Zufriedenheit der Gäste nochmal steigern und durchaus, glaube ich, auch Potenzial schaffen für zusätzliche Investoren, die sagen, ja, die Region ist auch technisch sehr gut aufgestellt. Genau.